Guten Morgen, liebe Mitradler und Radlerinnen. Heute ist Donnerstag und wir sind in Bad Belzig. In Bad Belzig. Und in Bad Belzig ist heute Morgen Markt. Da ist der Bad Belzig. Der Markt, und dahinter ist die Touristeninformation, das Bürgerhaus und eine Versicherung gibt es auch. Sind jetzt in Wiesenburg. Unseren Radweg ein wenig verpasst, aber dafür haben wir den schönen Schlossturm vor blauem Himmel. Wir sind jetzt auf dem Radweg R1. Nachdem die Clara uns ein bisschen durch die Ecke geführt hat, hat die Astrid gemeint, da müssen wir hin. Also wirklich ein wunderbares Wägelchen. Ihr seht es, ein Waldweg und rechts daneben ist ein asphaltierter Streifen. Es rollt immer leicht bergab. Einen Umweg gemacht und besichtigen jetzt Burg Rabenstein. Und da gibt es einen Rabensteiner Empfangsradler. Wir sind in Sachsen-Anhalt angekommen und haben jetzt einen Schotterweg gehabt. Ging die ganze Zeit bergauf, aber guck doch mal, diese Wolken und die Weite des Landes. Und da ist unser Schotterweg, den wir hochkamen. Und hier ist die Apfel- und Nusspausenstation. Wir haben uns nicht verfahren, sondern wir sind mit Absicht bei dem schönen Wetter noch einen Umweg gefahren und sind wieder in Wittenberg gelandet, wo ich ja neulich schon mal mit der Mama war und der Astrid. Hier ist wieder der Marktplatz und da ist die Fußgängerzone mit dem Turm der Schlosskirche. Jetzt suchen wir uns eine Kneipe. Nach Neiße oder kommen wir jetzt an einen dritten großen Fluss. Dreimal dürft ihr raten. Nein, das ist natürlich die Elbe. Also wir haben gerade Wittenberg verlassen. Wir fahren jetzt den Elbe-Radweg Richtung Dessau. Wir sind hinter Coswig an der Elbe gelandet. Da muss man dreimal läuten, wenn man rüber will, aber wir wollen, glaube ich, keine drüber. Da kommt die Fähre.
Und da steht Astrid und schwätzt mit einer Bekannten. Das bedeutet, wir kommen der Heimat näher. So, die Fähre fährt gemütlich über die Elbe. Da kann man uns nochmal einen Blick genießen. Und da ist ja auch ein Schloss in Coswig. Da ist es. Okay, jetzt müssen wir dann doch rüber, habe ich gehört. Muss mein Fahrrad wegräumen. Jetzt ist es vorbei. Und die Fähre in den Strom gestellt. Jetzt geht's gleich los. Ich muss noch losmachen. Und dann fahren wir los. Diese schöne Holzbrücke ging es wieder über einen Fluss.